So, herzlich willkommen heute am 11.3. Dann machen wir heute nochmal eine Ziehung der Tageskarte. Ich bin gespannt, was uns heute der Tag mitteilen möchte. So, es ist ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Mal schauen, was der Input für heute ist, dass wir da auch gucken können, was wir machen. Da, 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 da. So, jetzt haben wir gleich genug gemischt, ja. Da fallen schon die ersten raus. Sind aber ein paar zu viel. Also. Da, 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 da. Zack. Dann sehen wir. So, was will uns heute der Tag sagen? Der Mond. Der Mond ist eine sehr gefühlsbetonte Karte, die auch immer etwas uns mitteilen möchte, von wegen Intuition, dass man also auf sein Inneres hören soll, auf seine inneren Eingebungen. Die Chancen, die diese Karte bietet, sind ein Ausweg aus gedanklichen Verwirrungen und Unklarheiten zu finden. Die Schwächen ist aber Unkenntnis darüber, wie man seine dunkle Seite kontrollieren kann, da der Mond ja auch mit der Dunkelheit und der Nacht assoziiert wird. Gefahren, die sich aus dieser Karte ergeben, sind: Wer unsicher ist und sich selbst nicht vertraut, kann die Wahrheit nicht sehen. Er glaubt an etwas Unwirkliches. Also, im Klartext, glaub an deine Intuition, glaub an das, was dir dein Bauch, dein Inneres sagt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Fängst du an daran zu zweifeln, verlierst du dich und lässt dich von anderen beeinflussen und manipulieren. Und die Tagesbotschaft heute ist: Wir wollen oft an etwas glauben, das in der Realität gar nicht existiert, das eine Illusion ist. Lasse dich in diesem Moment von deinem Instinkt leiten. Vertraue ihm, auch wenn er etwas sagt, was du nicht hören willst. Also, wir lassen uns auch gerne schön reden und schön färben, was bedeutet, wir lassen uns von anderen überzeugen. Hör aber auf dein Inneres, hör auf dich selbst und vertraue dir selbst, denn damit bist du immer auf dem richtigen Weg. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Genießt das Wetter. Und bis morgen.